Ja, hi. Wir sind wieder Sven und Marvin, machen Hallo. heute wieder ein Adventure Map Duo. Ja. Ja, heute spielen wir die Adventure Map. Mr. Nee, doch. Mr. Rätsel Returns. Genau. Der gute Mr. Rätsel. Irgendwie kenne ich das schon, oder? Nee, Hatte man das mal? das hatten wir noch nicht. Und Irgendwie habe ich das schon mal gehört. ich lese mal ganz kurz die Geschichte vor. Die Kliniktester werden sie oft genannt. Zwei Bewohner eines kleinen Dorfes. Sie wurden durch ihre zahlreichen Bewertungen von Krankenhäusern und Kliniken bekannt. So deckten sie auch den ein oder anderen Skandal auf, womit sie es sogar in die lokalen Zeitungen schafften. Und so geschah es eines Tages, dass die zwei ehrgeizigen Bürger einen Tipp von einem Unbekannten bekamen. Es gäbe eine skandalöse Klinik, in der unmenschliche Bedingungen herrschen würden. Sofort von Ehrgeiz gepackt, suchten sie ihre Sachen zusammen und machten sich auf den Weg zur Klinik, deren Leiter kein anderer war als Herr Rätsel. Gut. Ja. Ja. Die Hier Map ist startet, also, ja, okay, ja. von Keine Ahnung. Müsste jetzt nochmal nachschauen. tut uns leid an die Mapmacher. Es Die tut wissen uns nicht. leid! Die sind schon in unserem Alter kann das schon mal vorkommen, dass sie das Ja, nicht wissen. ja. Aber der Download-Link, den findet ihr natürlich in der Beschreibung. Richtig. Und nachher werden wir es bestimmt noch rausfinden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Warte, Regeln, was dürfen wir zerstören und Regeln. Ach so, stimmt. Warte mal. ja, dann gieß mal die Regeln vor. Ja, die Regeln. Die Regeln lauten nämlich: Erstens, keine Blöcke zerstören oder setzen. Es gibt Ausnahmen. Zweitens, die Map sollte immer zu zweit gespielt werden. Drittens, schalte alle Multiplayer-Mods aus. Viertens, cheaten durch zum Beispiel Mods ist verboten. Fünftens, Warte, was war drittens nochmal? cheaten verboten. Nee, vier, das ist, drittens ist, schalte Multiplayer-Mods aus. Entschuldigung! Fünftens, schalte die Brightness Was war auf. vier? Cheaten hast du, glaube ich, schon geschrieben. Ja, Cheater an der fünftens. Wand? An die Wand? Okay. Schalte die Brightness auf 20 bis 70%. Komm, beeil dich, du Luder. Okay. Sechstens. Alle Schilder, auf die ihr stoßt, können wichtige Hinweise oder Informationen enthalten. Siebtens. Das Zerstören von Blöcken, Wänden, Türen oder die Verwendung von Feuerzeug und TNT können fatale Auswirkungen auf die Map haben. Achtens. Erledigt die Aufgabe auf den Schildern. Sie helfen euch. Neuntens. Sämtliche Pflanzen, in Klammern Setzlinge, Blumen, Weizen und Melonen, auf der Adventure Map dürfen abgebaut werden. Zehntens. Am Anfang der Map befindet sich ein Tutorial, das die Besonderheiten der Adventure Map genau erklärt. Es wird empfohlen, das Tutorial zu machen,
um Unklarheiten zu vermeiden. Und zu guter Letzt, Fehler, die ihr findet, bitte sofort an mich. Hier haben wir auch den Namen. Flott Gaming Channel. Beziehungsweise Flott Gaming. Ich weiß nicht, ob das hier im Link Channel noch dazugehört oder ob das jetzt von dem Link so ist, aber hier Flott Gaming Channel. Ja. Alles klar. Ja, mach nochmal die Regeln groß, damit man sie auch sieht. Tsching! Willst du mal vorlesen? Ja, nee, liest du mal vor. Erstens, nix kaputt. Zweitens, Spiel mit Brudi. Drittens, Cheater an die Wand. Dann nochmal drittens. Multiplayer-Mod nichts. Viertens, Cheater an die Wand. Fünftens, hell, 20 bis 70, so pipapo. Sechstens, Schnitzeljagd. Siebtens, mach Sachen kaputt. Und die Map macht dich kaputt. Achtens, mach was dir gesagt wird, Digga. Hast nicht das Haar vergessen? Neuntens, Cannabis darf geerntet werden. Zehntens, für Lachsnacken gibt's eine Übung. Elftens, gib Fehler, sag's mir bitte nicht. Okay. Alles klar, wir lesen so. Warte, Grafikeinstellung hier. Stimmt. Ich mach mal auf 50. Ich auch auf 50%. Da würde ich sagen, lesen wir direkt mal das Schild hier. Warte mal, was ist denn jetzt? Müssen wir auf Adventure-Modus spielen, oder? Das stand da nicht. Nee. Wir dürfen ja Sachen kaputt machen, ne? Ja. Also. Ja, und was ist mit Peaceful oder so? Habe ich schon eingestellt, Difficulty 1. Das ist aber norm, das ist einfach. Oh, es regnet. Ich cheate mal kurz, ne? Sorry. War ich nicht. Und jetzt, wie war nochmal Nacht? Marvin, an der Wand, bitte. Nein! Was war Nacht? Für eine Zahl? 20.000. Vielen Dank. Legen wir uns mal kurz schlafen, um den Spawn zu setzen, ne? Oh, ich bin in der drin. Igitt. Willst du vorlesen, die Schilder, oder soll ich vorlesen? Ihr startet euer Adventure. Lest bitte die Einführung der Story im Ordner durch. Haben wir gemacht. Alles klar, wir schließen die Tür und schauen uns um. Hier können wir schön sitzen. Ich würde sagen, wir schauen uns die Map mal genauer an. Also nicht so wie die anderen Maps, dass wir hier einfach... Und dann sind wir fertig, sondern... Was haben wir denn da drin? Eine komplette Rüstung? Hast du eine, oder... War da nur eine, ja, drin? Ich hab eine. Und ein Buch habe ich. Lies mal vor. Achso. Oder? Hier mein schönes Gemälde. Ist aber nur ein Buch. Gut. Aufgabe. Such den Bahnhof auf. Ein schicker Teich hier. Ja, das sieht schön aus. Ist das eigentlich nur ein Tief? Wo? Tatsache. Einer ist noch drin. Dankeschön. Wir schauen mal hier rum. Vielleicht ist hier ja noch was. Vielleicht eine Kiste. Jetzt, wo du die Kiste gesehen hast... Oh, warum leckt es denn gerade? Ich habe ein Standbild. Ich liebe das, wenn irgendwas versteckt ist. Ja, am besten so mit so Punkten. weißt du, was ich meine? Na gut. So. So versteckte Sachen. Es gibt 50 Diamanten oder so. Nee, die versteckt sind. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht hinterm Baum so? Nee. Gut, wir können weiter. Ja, gehen wir doch mal. Hier ist zu. Da ist auch zu. Was steht denn da? Adventure Map nicht empfohlen. Wir sollen natürlich empfohlen. Erst das Tutorial machen. Das Tutorial machen, ne? Ja. Am besten sprinten wir nicht. Wir machen langsam. Tutorial! Oder Tutorial. Die Schilder werden von links und rechts gelesen. Wir sind doch nicht in Arabien hier, ne? Lektion 1. Schilder sind in diesem Adventure sehr wichtig. Lese bitte sämtliche Schilder, die ihr findet. Das baut wieder auf Punkt Nummer 8 auf. Regel Nummer 8. Ich bin ein Beispiel. Diese Schilder beschreiben ein Gebiet. Dabei liest man die Bezeichnung schilderübergreifend. Okay. Ist hier noch was drin? Also das ist jetzt irgendwie wirklich wie so ein Lachsnacken-Tutorial, weil wir erklären uns jetzt so die, weiß nicht. Egal.
Wasser. Diese Schilder müssen durch den jeweiligen Block oder Element ersetzt werden. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Was stand hier drauf? Ich bin ein Text. Schilder mit XXX dürfen zerstört werden. Machen wir doch direkt. Bin ein Text. Also, mit Raute, die müssen ersetzt werden durch den Block, was da draufsteht. XXX dürfen... XXX, ne? Coole Sache. Ja. Vielleicht verbirgt sich dahinter ein Film. Schlüssel. Steinkohle. Okay. Hier wird dir erklärt, wie das Schlüsselprinzip auf der Map funktioniert. Schloss. Hä? Ah, Kohle leitet. Nee, das ist, glaube ich, immer der Block, der dazwischen kommt. Ist aber geil gemacht. Echt? Okay. Bis jetzt, ja. Ihr werdet die Möglichkeit haben, Pflanzen anzubauen. Deshalb ist die Nahrung ein wichtiger Rohstoff. Euch in einem Rätsel zu im Rätsel zum Fängnis werden kann. Überprüft also, ob ihr genug Nahrung gesammelt habt, bevor ihr euch dem Rätsel stellt. Alles klar. Tipp, macht euch Notizen auf ein Blatt. Ich hole mir schon mal ein Blatt raus, ja. Du nicht. Ich bin der typische, schon mein Leben lang, ich habe noch nie einen Block gehabt. Ich bin der typische, gib mir mal ein Blatt-Typ. Okay. In den Versteckten nun findet ihr Tragen. Ja, haben wir schon gemacht. Lasst immer das Licht an. Okay. Im Zimmer, oder? Oh mein Gott, ich mache meine Lampe aus. Kontrolliert regelmäßig die Farben. Okay. Schaut euch sorgfältig in jedem Raum um. Ja, das werden wir tun. Guck mal rechts rein. Ein Apfel. Ein Apfel. Nun seid ihr optimal auf die Adventure Map vorbereitet. Viel Spaß. Danke. Wir folgen dem Weg und schauen uns um. Hier steht schon ein Schild. Adventure Map. Aha. Da war ja alles zu da hinten, ne? Warte mal, versteckte Kisten hier vielleicht irgendwo? Nee, noch nicht. Hier können wir aber rumgehen. Und hier ist eine Truhe. Mit Loren. Okay. Aber hier kommen wir eh raus. Oh. Herr, ja, gut, dann komm. Wir wollen nicht cheaten, wir wollen durch das Haus gehen. Nord, so. Bahnhof. Wir haben den Bahnhof neue gefunden, Aufgabe. Freunde. Fahrt mit dem Minecart zur Klinik. Okay, steht hier noch irgendwas? Nord. So, Nordbahnhof. Ich nehme mal zwei Loren. Oh, guck mal. Warte, lass uns gleichzeitig losfahren. Ich drücke 3, 2, 1. Woo! Yay! Okay, das ist echt geil. Das gibt Beef! Badumtsch! Ich glaube, das wird niemals gefixt von Minecraft. Hast du das auch, dass es immer so ab und zu mal so anhält, einfach kurz? Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Weil die Chunks bestimmt nicht so schnell geladen werden. Ja. Weißt du, für welche Version die Map gemacht ist? Eigentlich, wenn das die Map ist, 1.5, warte mal. Ich mach meinen Sound ein bisschen leiser. Boah, endlose Fahrt, ey. Aber das soll dann gefixt werden noch. Für spätere Versionen. Ist aber eine schöne Landschaft hier. Ja, muss ich auch sagen. Hier hätte ich auch gerne gebaut. So, liebe Freunde, wir sind angekommen. Zur Klinik. Was steht hier? Der Bahnhof der Klinik liegt in Trümmern. Was ist hier passiert? Gute Frage. Oh, was war das? Der Bahnhof der Klinik. Das ist also der Bahnhof. Er ist in Trümmern. Okay. Gut. Ton. Nö. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen zimperlich sein mit den Thronen. Ich wette auf Fahrt waren bestimmt auch noch welche. Hm. Aber egal. Zimperlich, da will ich auch sein. Lass uns hier rüber. Wir gehen weiter. Hier oben was? Nee.
Nee, da war nichts.